Löwenfans. Kommt's rein. Genau, neben mir, das ist Tom Kretschmer, aber alle nennen ihn eigentlich nur Kretsche. Er ist seit der U8 bei 60, er ist damals ins Probetraining gekommen, als Feldspieler eigentlich, aber relativ schnell haben die erkannt, dass er kein Fußball spielen kann und ist seitdem ins Tor gestellt worden und hat sich dann jetzt eben seit der U8 immer wieder durchgemogelt durch die U-Mannschaften. Nee, Spaß, er ist ein super Torwart. Er ist zwar relativ klein für einen Torwart, aber er kompensiert es eigentlich gut durch gutes Stellungsspiel und ja, hat super Reflexe und ja, auf der Linie auch überragender Torwart und kann uns eigentlich jedes Spiel auch helfen und hat uns auch schon oft Siege gerettet oder vor Niederlagen bewahrt. Also neben mir sitzt der Lino Stanley Tempelmann. Er ist der Jüngste hier im Kader und ist jetzt aus der U19 hier hochgekommen. Und ja, seine Lieblingsposition ist die 6. Und ich denke, das spielt er auch ganz gut. Sonst würde er bestimmt auch nicht hier im Trainingslager und im Kader der ersten Mannschaft stehen. Ja, Lino ist so eher der Lenker und Denker im Mittelfeld bei uns. Und wenn es in die entscheidenden Zweikämpfe geht, ich denke, dann ist er meistens da. Und dann kann der Gegner auch mal am Boden liegen nach dem Zweikampf. Und für ihn geht es eigentlich immer weiter aufgrund seiner Statur und alles. Ist er schon recht kräftig. Was ich am Tom schätze, ist, dass er als Torwart ziemlich viel Verantwortung übernehmen will und auch übernimmt. Jedes Jahr eigentlich war er Führungsspieler in unserer Mannschaft und ja, wie es halt so ist als Torwart, will er immer zu Null spielen und die weiße Weste behalten. Kann es auch mal passieren, dass er seine Vorderleute zusammenstaucht, aber ich glaube, das gehört auch dazu, dass man ja auch, wenn man Führungsspieler ist, auch das zum Ausdruck bringt und auch mal seinen Vorderleuten sagt, was sie zu tun haben. Das trifft dann auch manchmal mich, gerade wenn ich vor der Abwehr auf der 6 spiele, muss ich mir auch schon manchmal von Tom was anhören, aber im Endeffekt will er ja eigentlich nur der Mannschaft helfen und er ist eigentlich auch gut so. Ja, die Fähigkeit, die ich von Lino gerne hätte, wären seine Seitenwechsel und seine Flugbälle. Wenn ich die als Torwart auch spielen könnte, wäre das auf jeden Fall ein Vorteil für mich und auch für die Mannschaft, denke ich. Und deswegen gehen wir auch jetzt jedes Mal vom Training ein paar Minuten früher raus, bauen erst auf als Jüngste. Und dann spielen wir noch ein paar lange Bälle. Und ja, man merkt schon ein paar Fortschritte jedes Mal. Ja, es war jetzt auch eigentlich so ziemlich das erste Mal, dass ich mit dem Tom auf dem Zimmer war, weil wir jetzt eben hier beide hochgekommen sind zur ersten Mannschaft. Und ja, dann, wie es halt immer so ist, die beiden Jüngsten gehen dann zusammen aufs Zimmer. Aber wir kennen uns ja auch schon, wir spielen jetzt das 4. Jahr zusammen. Und ja, ich komme mit Tom super klar. Es ist kein Problem, mit ihm auf dem Zimmer zu sein. Manchmal ist er ein bisschen anstrengend. Gerade wenn er mit seiner Freundin schreibt, ist er manchmal auch nicht ansprechbar. Aber es gehört auch dazu und ja, lässt sich aushalten mit ihm. Ja, in der Früh ist mit Lino immer ziemlich anstrengend, weil er hört die ersten 6 Wecker nicht. Alle 5 Minuten klingelt er dann und dann muss man ihn irgendwann nochmal anstoßen oder sowas. Und ja, und abends, wenn wir dann alleine im Bett liegen, dann wird auch öfters mal der Fernseher auf stumm gestellt und dann wird eine Freundin von zu Hause per FaceTime kontaktiert oder die Eltern. Ja, und dann muss ich irgendwie mich anders beschäftigen und kann nicht mehr Fernsehen schauen, weil ohne Ton bringt das ja auch nichts mehr. Also mein Verhältnis zu meiner Familie ist gut, ich verstehe mich, meine Eltern super, sind immer Ansprechpartner für mich, helfen mir auch immer weiter, egal in welcher Hinsicht, ob Fußball, Schule. Ich habe jetzt dieses Jahr auch mein Abi gemacht und ja, also die helfen mir eigentlich immer weiter. Ich freue mich jetzt dann auch wieder, ehrlich gesagt, nach Hause zu kommen nach dem Trainingslager. Macht natürlich auch Spaß hier mit den Jungs, mal eine ganze Woche zusammen zu sein. Intensive Arbeit, wächst man auch als Team zusammen, aber na klar, ich glaube, jeder muss sagen, dass er sich auch irgendwann wieder auf zu Hause freut. Ja, ich bin eher so der Eisbachgänger, Tom eher geht so an die Isar. Ist auch, glaube ich, auch besser so, dass wir uns da nicht in die Quere kommen. Und ja, genau. Darauf freue ich mich eigentlich auch schon wieder. Ja, ich als gebürtiger Münchner bin natürlich auch ein Riesenfan von der Wiesn und von der Tracht. Ich habe ein komplettes Wiesn-Outfit mir zusammengestellt, so wie es mir gefällt. Und ja, weil ich sehe das ja auch des Öfteren nutze. Ich gehe so oft es geht auf die Wiesn. Natürlich ist es nicht immer so leicht zu vereinbaren mit Training und Spielen, weil gerade auch im September, Oktober die Saison beginnt. Aber ich glaube, die Zeit für die Wiesn darf ich mir nicht nehmen lassen, weil das gehört einfach dazu, wenn man aus München kommt. Es gibt etliche Leute, die aus Australien oder was weiß ich, von der ganzen Welt nach München kommen, um das Oktoberfest zu erleben. Ich glaube, das ist eine einmalige Sache und ja, ich bin einfach froh, das hier direkt vor der Tür zu haben. Ich gehe mit meinen Freunden so oft es geht, wie gesagt, hin, weil es einfach überragend ist, besser als jeder Club. Also wer noch nicht da war, dem lege ich das nur ins Herzen.
das mal auch zu machen, weil es einfach sensationell da. Ja, wenn ich auf die Wiesen gehe, dann eher wegen der Fahrgeschäfte und dem Essen und den gebrannten Mandeln, die sind da wirklich überragend und gibt kaum irgendwo so gute gebrannte Mandeln wie dort. Ja, wie schon angesprochen, sind wir die Küken im Team und wie es halt so ist, muss man, wenn man neu in eine Mannschaft kommt, als Ritual erstmal singen und ja, wir sind jetzt beide nicht die gefürchteten Sänger, ich glaube für DSDS wird es nicht reichen, aber sucht man sich halt mal einen Song aus, den auch alle kennen und dann hofft man auch auf Unterstützung, dass man nicht ganz allein da vorne steht und ja, da irgendwas singt, sondern da hofft man eben, dass die anderen auch irgendwann mitsingen. Ich zum Beispiel habe gesungen Marmorstein oder Eisen bricht und ja, wie gesagt, ich treffe die Töne zwar nicht, aber dafür ist es lustig und die anderen amüsieren sich und das ist, glaube ich, auch das Wichtigste. Ja, das war es auch schon wieder von unserem Hausbesuch. Morgen geht's zurück nach Giersing. Wir hoffen, dass wir euch auch bald da wieder sehen werden. Bis dahin, ciao, ciao, servus Löwenfans.